Moin, liebe Lüt. Bin gerade beim Frühstücken. Heute ist mein letzter Tag angebrochen in der Provence. Es war eine fantastische, ruhige, stille Nacht. Es ist kein einziges Auto vorbeigekommen. Das war ein Traum hier. Und dann wollte ich weiter. Ich glaube, der Ort heißt Roussillon. Das ist doch. Roussillon, jawohl. Also, damit ihr wisst, wo ich jetzt ungefähr bin, ne? Hier oben ungefähr ist mein Stellplatz. Dann ist ungefähr da sind die Minen von Brühl. Und hier Roussillon liegt genau auf der Strecke. War zu Anfang zu viel Hitze drin. Ja, muss ich jetzt ausbaden. In Roussillon sind nämlich dann auch nochmal Highlights der Ocker-Geschichte hier aus der Region. Die Sentiers des Ocres, die in Roussillon auch liegen, sind nämlich eine schöne Fußgänger-Wanderstrecke, Rundstrecke, die man da entlang der Felsenformation dann machen kann und sieht alle möglichen Ockerfarbtöne. Serrano-Schinken. Ich habe heute spanisches Frühstück sozusagen. Serrano-Schinken und Chorizo-Salami. Bon appétit. Okay, ich gebe es zu. Nur die kleinen Keile zu kaufen, war eine doofe Idee. Na, der hier hält sogar noch halbwegs zusammen. Der hier, der ist komplett auseinander. Da könnt ihr auch sehen, was da drin so passiert ist. Aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist meine eigene Schuld. Die Dinger sind bis 1500 Kilogramm zugelassen. Pro Achse habe ich 1600 Kilogramm. Bin ich natürlich davon ausgegangen, okay, die sind ein bisschen schmaler, aber sollten sie grundsätzlich dann eigentlich vertragen können? Weil dann sind ja nur die Hälfte der Achslast dann tatsächlich auf einem der Keile, 750 Kilo, die andere lastet ja auf dem anderen Rad ab. Hatte ich mir so gedacht, aber wie man das sieht, benutzen kann ich sie noch. Wenn ich jetzt also noch mal irgendwo einen Keil brauche, habe ich welche, aber eigentlich sind die für einen Schrott. Thema Abfahrtskontrolle, ne? Auch immer an die Dachhauben denken. Die sind schnell mal übersehen. Dass die ja komplett auf ist und in der Fahrt, dem Fahrtwind, halten die nicht lange stand. Da möchte ich nicht der Motorradfahrer sein, der da hinterher fährt und das Ding in den Kopf kriegt. Und ich bin Motorradfahrer. Ich habe gestern Abend hier schon gleich in Abfahrtrichtung reingestellt, weil das gilt für mich eigentlich immer, das Fahrzeug so abzustellen, dass man sofort abfahrbereit ist, wenn es denn mal sein müsste. Ich habe mein Glück noch mal versucht bei den Mines de Brühl. Aber die nächste Tour beginnt erst um 15 Uhr. Das ist ein bisschen spät für mich, für meine Tagesplanung. Demzufolge muss ich das dieses Mal ausfallen lassen. Aber wenn ich mal wieder hier im Luberon bin, hier soll man sich nach Möglichkeit per Telefon anmelden. Das macht, meine ich, auch Sinn, damit man dann nämlich auch wirklich dann zu einer Uhrzeit da kommt, wo man dann wirklich mit der Gruppe dann auch losgehen kann. Da verbringe ich die Zeit jetzt dann doch lieber, dass ich mich Richtung Roussillon aufmache. Da habe ich auch noch mal Ockergeschichte. Ich bin jetzt in Roussillon, bei den oder in der Nähe besser gesagt, der Sentiers des Ocres. Aber hier seht ihr auch genau das Problem, weil Parken direkt an den Sentiers des Ocres ist für Wohnmobile nicht vorgesehen. Und man fährt also erstmal eine ganze Ecke hier durch sehr, sehr enge Straßen, um das überhaupt dann hier irgendwie zu finden und sein Auto irgendwo abstellen zu können. Na wahr?
So, also dieser Automat ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da kommt man durch. Für 3 Euro steht ihr hier 23 Stunden und 59 Minuten. Das ist ja okay. Aber es sind natürlich wenig Plätze hier für Wohnmobile, gar keine Frage. Da werdet ihr dann zur Hauptreisezeit eher auf den kostenlosen Parkplatz, der weiter unten am Berg ist, dann ausweichen müssen. Ganz kurz zur Bedienung von dem Automaten. Sieht aus, wenn man ankommt, als ob der defekt ist, aber man weckt ihn auf, indem man eine Karte reinsteckt. OK-Taste weckt ihn auch auf. Dann müsst ihr erst die 1 auswählen. Das ist die Standardnutzung. Und dann habt ihr hier die Zahlmöglichkeit über Geld oder über Karte. Und dann müsst ihr das Ganze noch, wenn ihr mit Karte zahlt, den Code bestätigen und dann wird euer Ticket da unten gedruckt. Hier seht ihr es also, da ist das Sentier des Ocres. Diese Anfahrt hier hoch wollte ich eigentlich nehmen, durfte ich nicht, ging nicht hoch. Und dann bin ich weitergefahren, also ich kam von hier, bin ich weitergefahren bis hier unten an diesen kleinen Kreisel. Und da steht jetzt das schwarze Schaf, hier oben. Weiter hier unten irgendwo ist dann der kostenlose Parkplatz, der ist hier aber noch nicht mal mehr auf der Karte drauf. Da ist die Laufstrecke natürlich dann auch noch ein bisschen, zumal es bergauf geht. Hört ihr vielleicht an meinem Atem. Ich wünsche mir einen Steigungseindruck. Das ist ein Steigungseindruck. Jetzt haben die Tempo und ausgerechnet jetzt steht da einer quer. Ist das wow oder ist das wow? Ich könnte auch noch mal sagen, das ist wow. Hier ist dann also auch der Fußweg. Muss also nicht ganz zurück, da wo die Autos normalerweise hoch wollen. Sondern hier ist dann der Fußweg zum Sentier des Ocres. Da wäre der Parkplatz gewesen, auf den ich eigentlich gesollt hätte, laut Navi. Unschwer zu erkennen, da steht ein 6 Meter Ducato. Da hätte ich auch locker reingepasst. Aber ich bin ein Wohnmobil. Auch von außen erkennbar ein Wohnmobil. Das ist doch eine tolle Kulisse hier, oder? Ab dem 18. Jahrhundert ist hier in der Gegend dann Ocker auch industriell sozusagen abgebaut worden, daher auch die ganzen Minen. Hier sehen wir den Abbauprozess, wie er in früheren Jahren gewesen ist. Dann wird das Ganze fein gesiebt und nachher fein zerstäubt, um den Ocker daraus zu gewinnen. In späteren Jahren hat das Ganze dann aber mit der Chemieindustrie in Konkurrenz gestanden, die die Farben dann auf anderem Wege hergestellt haben. So ist das nicht mehr kostendeckend war. Heute gibt es eigentlich nur noch eine Ockerfabrik in Gorgas. Ocker ist eine Mixtur aus weißem Ton, Kaolinit, Hydroxid und Eisenoxid. Daher dann auch die vielen verschiedenen Ockertöne, die wir hier haben, die wir hier in der Natur sehen können. Das ist immer der Grad, wie viel Eisen ist denn da drin. Im Moment ist hier ganz offenbar Nachsaison, Nebensaison. Heißt das absturzgefährdet? Risque d'éboulement? Deswegen haben sie hier zusätzliche Barrieren angestellt. Ah, hier haben wir dann auch die Rundenzeiten. Eine kurze Runde für 35 Minuten, eine lange für 50 Minuten. 3 Euro Eintritt, das ist ja nun auch nichts, ne? Ich habe mich schlau gemacht. Risque d'éboulement heißt Gefahr des Erdrutsches. Weswegen hier die zusätzlichen Barrieren aufgestellt worden sind. Da vorne sieht man ja auch, hier ist richtig Eisen eingetrieben worden in den Stein. Wahrscheinlich, um das Ganze hier auch so ein bisschen den Weg zu stützen. Aber wir sind halt, wie man hier unschwer erkennen kann, direkt an der Abrisskante. Da, wo ich jetzt mit der Kamera bin, bin ich nicht. Das ist jetzt einfach nur mein Selfie-Stick. Denn so dicht kann ich sonst gar nicht mehr daran gehen. Weil hier, wie gesagt, dieser Bereich absturzgefährdet ist. Es wird sicherlich hier dann umgestaltet werden müssen auf mittlere Sicht, dass man hier ein bisschen mehr Abstand von der Kante dann bekommt. In diesem Bereich scheinen aber die Erdbefestigungen alle noch gut zu sein. Ist hier also alles zugänglich gemacht. Das ist den kleinen Eintritt von 3 Euro, finde ich ja auch locker wert, ne? Wenn man sich dieses Farbenspiel hier anguckt, ich vermute ja fast, dass Video diese Farben
gar nicht so real wiedergeben kann, wie sie auf einen in Natura hier wirken. Ich habe mal ein, zwei Fotos in HDR gemacht, die das Ganze vielleicht ein bisschen illustrieren, so ein bisschen Panoramaaufnahmen. Die kann ich hier jetzt mal drunter schneiden. Da kommt die Farbpracht hier vielleicht sogar noch ein bisschen besser zum Vorschein. Und es ist natürlich auch so, wenn die Sonne drauf scheint, ist das nochmal dreimal beeindruckender. Den Weg hierher absolut wert. Wie ihr seht, ist das Ganze sicher gestaltet hier mit Treppen und Geländern, weil es natürlich dann nebenan gleich richtig tief runter geht. Wenn ihr auch Kinder in dem Alter habt, zieht ihnen alte Klamotten an, wenn ihr hierher kommt. Danach sind eure Kinder Ocker. Die spielen da gerade so richtig schön im Ockersand. Hier oben sind dann auch noch mal ein paar Warnschilder aufgestellt. Kein Eingang, Zugang verboten, No Entry. Das ist ganz klar, das ist hier einfach zu gefährlich, ne? Also hier geht es so steil runter. Die Sentiers hier scheinen auch sehr stark durch Winderosion geformt worden zu sein. Wenn ihr euch hier drüben mal die Form anseht, einzelne Stelen, die hier noch stehen geblieben sind, die aber ganz eindeutiger Form angenommen haben, das sieht mir stark nach Winderosion aus. Und natürlich auch Regenerosion, aber das würde den Kamm nicht erklären. Winderosion schon. Inzwischen bin auch ich hier im Ockersand angekommen. Der ist hier dann schon auf den Stufen mit drauf. Wow! Da oben kommt es richtig gelb raus. Und da scheint mir, da oben könnte es eine alte Mine oder sowas gegeben haben. Weil das ist künstlich zugemauert, wo ihr das eine kleine schwarze Loch seht. Ich werde mal ein Foto gleich davon schießen mit einem Zoom-Objektiv und euch das hier drunter legen. Da ist offensichtlich ein Loch gelassen. Ich vermute mal für Fledermäuse. Das haben wir im Noctalis in Bad Segeberg, wo dann die Kalkberghöhle dann ja zu besichtigen ist. Da sind auch die Fledermäuse am Überwintern. Da haben sie es genau so gemacht, dass sie ein Ausflugsloch vorgesehen haben für die Fledermäuse, damit die da auch dann den Ein- und Ausgang dann immer sicher zur Verfügung haben. Wenn man das hier so sieht, ist einem schon klar, weshalb der Mensch dann schnell auf die Idee gekommen ist, daraus muss man doch was machen können hier. Auch so viele verschiedene Farbtöne, ne? Vom Gelb zum Orange zum Rot. Und das Ganze könnte man nicht so besichtigen, wenn nicht sowas wie diese Brücke hier jetzt eingebaut wäre, ne? Das macht den 3 Euro Eintritt aber auch locker wert. Es ist unheimlich fein und putrig. Die Kinder hatten eben schön Spaß, hier runter zu rutschen. Sieht man auch. Gibt auch noch mal ganz andere Farbtöne. Ja, von da aus führen dann mehrere Wege. Wie gesagt, man kann eine große und eine kleine Runde gehen. Gut zu Fuß sein sollte man schon. Es geht hier auch wieder schön den Berg rauf und runter. Da unten sieht man, wie der Weg wieder hochkommt. Hier geht er jetzt erstmal rauf. Der Grand Luberon. Abt Gargas. Und hier sind wir gerade Roussillon. Von hier oben aus habt ihr dann auch einen fantastischen Blick von dem nächsten Plateau hier, von diesem, auf die Stadt Roussillon, auf die Altstadt, die hier so auf dem Berggipfel raufgebaut ist. Das ist natürlich jetzt auf der GoPro ein bisschen klein, aber ich werde jetzt mal zwei, drei Fotos schießen, die ich euch hier jetzt drunter lege. Ich hatte ja vorhin schon was zu den Klamotten, die ihr für eure Kinder raussuchen solltet, bevor ihr hierher geht, gesagt. Ne? Das gibt schon länger. Es hat also schon sehr, sehr früh hier aus den eigentlichen Arbeiterwegen heraus entstanden, weil hier wurde ja abgebaut, dann ein Ocker-Fußpfad sich entwickelt. Da haben die Dorfkinder natürlich wahnsinnig gerne gespielt. In den ganzen Galerien, die aufgegeben worden sind, in den alten Minenteilen. Und da konnten sie dann fröhlich spielen. Aber sie wussten ganz genau, dass sie in Schwierigkeiten sein würden, wenn sie nach Hause kommen, wegen dem Zustand ihrer Kleidung. Es ist ein Rundweg. Man kommt also da wieder raus, wo man auch reingekommen ist. Und das sind schon zum Teil deutliche Stufen.
Ihr solltet also tatsächlich nicht schlecht zu Fuß sein, dann wird das hier schwierig. Also den Besuch bei den Sentiers des Ocre kann ich euch nur empfehlen. 3 € ist es allemal wert an den Sentiers des Ocre. Oh, es grummelt. Ich glaube, wir kriegen Gewitter. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um dann von der Provence auch mal Abschied zu nehmen und sich auf den Weg gen Heimat zu machen. Aber da kommen noch ein, zwei Überraschungen auf den Weg. Denn ihr erinnert euch noch an den Oldtimer-Bus, Dieter und Gitti. Die Gitti hat sich detektivisch hervorgetan, hat meine Telefonnummer rausgefunden, hat mich angerufen, sich nochmal nachträglich bedankt, nachdem sie mein Frankreich-Video jetzt gesehen hatte mit der Tankgeschichte, hatte sie mich jetzt gefunden und hat mich nochmal eingeladen, ich möge doch nochmal bei den beiden vorbeischauen. Auf dem Rückweg, es liegt ja quasi auf dem Wege. Das werde ich wahrscheinlich tatsächlich gerne tun, wenn das zeitlich irgendwie reinpasst. Wenn nicht, seid ihr aber hiermit gegrüßt, wenn ihr das dann wenigstens hier auf dem Wege seht. Oh ja, hier wird viel gezeichnet, das kann ich auch verstehen, weil das ist ein schöner Anblick hier, ne? Roussillon. Ja, dann habe ich noch eine Eintrittskarte für den Vergnügungspark von Slagharen in den Niederlanden. Da bin ich auch noch nie gewesen. Die habe ich mir mal viel früher im Jahr über ein Sonderangebot mal besorgt. Hatte eigentlich vor, das im Sommer irgendwann mal als Kurztrip dann zu machen. Da wollte ich eigentlich mal ein bisschen durch die Niederlande fahren. Daraus ist leider terminlich nichts geworden. Das hat nicht so ganz geklappt. Hängt auch damit zusammen, dass da meine Batterie ja kaputt war. Das Video kann ich euch hier auch noch mal verlinken, dass ich ja Probleme mit meiner Lithiumbatterie dann mal gehabt habe. Die haben sich Gott sei Dank gut wieder aufgeklärt. Also das ist alles über Garantie problemlos abgewickelt worden. Also da möchte ich auch die Firma Supervolt echt loben. Das hat klasse geklappt. Aber ich hatte natürlich dann erstmal damit zu tun, musste auf die Ersatzbatterie warten, dann musste das eingebaut werden. Und dann hatte ich schon wieder die nächsten Termine anstehen. Also ist nicht so gelaufen dieser Sommer, wie ich ihn eigentlich mir erhofft hatte. Aber jetzt habe ich ja die Zeit. Auf dem Rückweg kann ich auf alle Fälle da auch noch mal einkehren und mir diesen Vergnügungspark da noch mal ein bisschen angucken. Und das machen wir dann zusammen. So, ich habe noch eine Reichweite von 765 Kilometern nach meiner Tour durch die Provence. Ich bin sehr, sehr sparsam gefahren. Das würde theoretisch reichen für die Strecke, weil ich habe jetzt noch ungefähr 700 Kilometer bis zur Grenze, aber hier an der Autobahntankstelle gibt es gerade Diesel. Sind zwar andere Säulen leer, hier ist also das Super Plus ist hier gerade leer. Also solche Unterbrechungen gibt es überall, aber die Gelegenheit nutze ich natürlich jetzt. Ne? So, machen wir also nochmal Liter, 17,5 Liter kriege ich wohl knapp zusammen. Jo, mehr geht nicht. Heutiges Ziel ist irgendwo ja, auf 400 Kilometer an die Grenze ranzukommen. Viel mehr werde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr fahren. Da werde ich mir dann nachher, wenn ich müde werde, dann rechtzeitig natürlich einen Stellplatz raussuchen. Park for Night ist mein Freund. Ah, jetzt kommen wir in die Ardèche. Die Schluchten der Ardèche. Das ist gerade ein Vorwegweiser hier. Bis Lyon habe ich noch 1 Stunde 25 Fahrzeit ungefähr. Das könnte auch ungefähr der Turn sein, den ich für heute noch so mache. Vielleicht ein bisschen noch einen Tick hinter Lyon noch mich da irgendwo begeben. Und dann ist nachher irgendwann auch gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ihr kennt meinen Schnack. Ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.